Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Dogfight Einsteiger Guides von MPEX. Wieder dabei ist Azarak, der mich heute wieder als Sparringspartner unterstützt. Hallo Azarak. Hi zusammen. Ich hoffe, unser erster Teil, wo es um die Pips ging, hat euch gefallen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal in unserem ersten Video aus der Reihe vorbei. Und damit ihr keine weiteren verpasst, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und wenn euch das Video gefällt, gebt uns gerne einen Daumen rauf. Und jetzt viel Spaß. Super. Nachdem wir die Sicherheitshinweise von Azarak bekommen haben, kann es auch gleich losgehen. Alle angeschnallt. Wir starten mit einem Thema, was sich mit Hilfe von Master Modes oder durch Master Modes ein bisschen abgeschwächt hat. Und zwar ist es ein, ich sag mal, Kardinalfehler, den Dogfight-Einsteiger in der Regel zu Beginn immer machen. Wenn man im Dogfight ist, will man ja auch immer zum Ziel sich hindrehen, zum Gegner sich hindrehen. Man ist bei den ersten Fights ein bisschen aufgeregt dabei. Gerade wer mit Maus und Tastatur spielt, neigt dann dazu gerne die W-Taste bis auf Anschlag runterzudrücken. Das heißt, ich werde dann zu schnell. Und damit bekomme ich einen größeren Wenderadius. Das ist ähnlich wie beim Auto. Wenn ich Fullspeed fahre und dann eine Kurve mache, habe ich einen sehr großen Wenderadius. Wenn ich im Schritttempo fahre, habe ich einen deutlich engeren Wenderadius. Jetzt sind bei Master Modes die Geschwindigkeiten deutlich reduziert im Kampf, außer ich fliege im NAV-Mode. Das bedeutet, dass dieser Effekt nicht mehr ganz so stark, aber immer noch tatsächlich spürbar ist. Das heißt, weniger Speed nach vorne, mehr mit den Strafe-Achsen arbeiten, hilft an der Stelle, um nicht ausmanövriert zu werden. Wir gucken uns das mal an. Azarak und ich werden jetzt mal in den engen Turnfight gehen. Und Azarak wird jetzt sehr stark mit Tempo nach vorne fliegen, während ich das Tempo nach Möglichkeit, Tempo nach vorne reduziert lasse und eher mit den Strafe-Achsen mich bewege. Da kommt auch wieder das Thema, was wir bei der ersten Trainingseinheit hatten, Pip verkürzen dazu. Und dann schauen wir mal, was passiert und ob es mir gelingt, mich so ein bisschen hinter Azarak zu setzen. Okay, los geht's. So, ihr seht, ich sehe ihn jetzt hier tatsächlich von oben. Ich kann schießen. Und schaffe es, entsprechend mit etwas Mühe bewegt er sich wieder, aber doch relativ gut an ihm dran zu bleiben und ihn auch so zu halten, dass er außerhalb meiner Sichtweite oder ich außerhalb seines Sichtfeldes bin. Warum ist das so? Azarak ist jetzt fälschlicherweise mit Fullspeed nach vorne geflogen, während er seinen Turn gemacht hat. Ich habe das nicht gemacht, habe sogar entsprechend meine Upstrafe und Downstrafe Bewegung genutzt, um mich in die richtige Position zu bringen. Das heißt, Azarak bleibt gerade einmal stehen. Wenn ich in dieser Position bin und Azarak würde sich jetzt mit seiner Nase langsam nach oben drehen und ich dann nach unten strafe, halte ich quasi diese Position. Und kann so auf ihn wirken, ohne dass er mich überhaupt sieht. Und um das zu vermeiden, um diesen Effekt nicht zu haben, hilft es tatsächlich nicht so viel im Kampf, nicht so viel Tempo nach vorne zu geben, sondern eher mit den Strafe-Achsen, Pitch und Yaw zu arbeiten, um den Gegner entsprechend reinzubekommen. Ja, und was ihr auch eben vielleicht schon sehen konntet, der Fries hatte mich aufgeschaltet und mein Name ist kurz verschwunden und zu einem komischen Kennzeichen geworden. Das lag eben daran, dass ich durch die Beschleunigung und die dabei wirkenden G-Kräfte in den sogenannten Blackout geraten bin. Das heißt, dem Charakter im Spiel ist das Blut zu Kopf gestiegen zu sehr durch die hohen G-Kräfte und ich habe den Kontrollverlust über mein Fahrzeug erlebt, während Fries ganz gemütlich weiter sein Manöver fliegen durfte und mir Schaden hätte zufügen können. Von daher, wenn ihr den Gegner in ein solches Manöver zwingt, ist es eine sehr mächtige Waffe und nur Piloten, die diese Lektion hier verstanden haben, sind dann auch in der Lage,
da drumherum zu spielen und entsprechend das Tempo zu drosseln. Genau. Also denkt immer dran, es ist wie beim Autofahren. Je schneller ich um eine Kurve fahre, umso weiter wird die Kurve. Je langsamer ich um eine Kurve fahre, im Schritttempo, umso enger wird mein Wendekreis. Und genau diesen Effekt wollen wir hier ausnutzen. Gut. Nachdem wir wissen, dass wir nicht mehr voll Speed nach vorne fliegen wollen, nachdem wir wissen, was wir mit unserem Pip so Schönes anstellen können, wird es langsam Zeit für das erste richtige Kampfmanöver. Es ist ein Klassiker und zwar gucken wir uns jetzt einmal die Fassrolle an. Wie fliege ich eine Fassrolle? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Alle haben im Prinzip eine wesentliche Komponente gleich. Das Rollen ist ganz, ganz entscheidend und das Rollen muss sehr gleichmäßig und nicht zu schnell passieren. Das heißt, die Fassrolle fliege ich, indem ich zu einer Seite strafe und dabei langsam in die entgegengesetzte Richtung strafe. Das heißt, strafe ich nach rechts, rolle ich nach links. Strafe ich nach links, rolle ich nach rechts. Warum mache ich das so? Warum kann ich nicht nach links strafen und nach links rollen, sondern warum mache ich das entgegengesetzt? Ich zeige es einmal, gucken wir uns das an. Ich strafe jetzt nach rechts und rolle nach links und mache jetzt hier eine Fassrolle. Wir sehen hier gerade den Effekt, dass man sehr schnell in den Blackout kommt. Der Vorteil ist, wenn ich Strafe-Achse und Rollrichtung entgegengesetzt habe, dann ist quasi meine Unterseite von meinem Schiff, ich fliege ja so einen Kreis, zeigt dann nach außen. Und das hat den Effekt, dass ich den Gegner weiterhin sehr gut sehen kann. Die Fassrolle kann ich variieren, indem ich schneller oder langsamer rolle. Und wenn mir schwarz wird, dann lasse ich mal kurz die Rollbewegung raus, beziehungsweise die Strafe-Bewegung raus und dann wird die Sicht wieder klar. So, das sieht jetzt natürlich wenig praktikabel aus, weil mir ständig hier schwarz vor Augen wird. Gucken wir noch mal, wenn ich die Fassrolle mache. Ich strafe jetzt dazu auch nach oben, nicht nur zur Seite. Also er kann mal ein bisschen auf mich schießen. Da sieht man, dass die Schüsse dran vorbeigehen und es dauert länger, bis mir schwarz wird. Und ich kann dann nach unten strafen, wenn mir schwarz wird. Ups, das war zu viel. Um dann entsprechend so ein bisschen das zu kompensieren. Das heißt, die Fassrolle kann ich auch fliegen, indem ich zur Seite strafe, nach oben strafe und dabei langsam rolle. Das langsame und gleichmäßige Rollen ist wichtig. Rolle ich zu schnell, ich mache das mal, ich roll mal ganz schnell und strafe jetzt zur Seite, dann sieht auch der Gegner, dass ich mich mehr oder minder nur auf der Stelle rotiere und bin weiterhin gut zu treffen. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die Fassrolle eigentlich aus der anderen Perspektive aussieht. Das heißt, ich bleibe jetzt hier einmal stehen und Azarak wird einmal die Fassrolle fliegen. Und wir sehen sehr schön an seinem Schweif, dass er hier gerade eine saubere, kreisrunde Fassrolle fliegt. Sogar mit Richtungswechsel. So, jetzt muss ich hier schießen. Ihr seht, ich treffe ihn nicht. Das liegt daran, dass durch die Fassrolle, wenn ich genau auf den Pip ziele, ich das Problem habe, dass die Schüsse da landen, wo er wäre, wenn er linear geflogen ist. Aber er ist ja im Kreis geflogen. Das heißt, mein Vorhaltepunkt belügt mich an der Stelle ein bisschen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, was wir beim letzten Mal schon mal angeteasert hatten. Ihr seht, mein Pip hat ja diese beiden lustigen Linien dabei. Und genau diese werden jetzt relevant. Weil wenn ich nicht auf den Pip schieße, wenn ich jetzt hier sauber auf die Linie schieße, dann habe ich eher die Chance, ihn zu treffen, als wenn ich auf den Pip schieße. Bin ich dicht genug dran, kann ich weiterhin auf den Pip schießen. Das heißt, diese Linien helfen mir so ein bisschen mich zu orientieren, wenn der Gegner in einer Kurvenbewegung ist, um ihn besser treffen zu können.
Auf große Distanz ist es weiterhin schwierig beim Vorhalten. Bei kürzerer Distanz ist es deutlich leichter. Und wenn ich dann eher auf die Linie als auf den Mittelpunkt des Pips schieße, dann habe ich die Möglichkeit, ihn auch entsprechend in einer Kreisbewegung eher zu treffen. Wie ich diese Linie einschalte und warum ich den Pip groß und klein schalten kann, was mir das alles eigentlich bringt und welche Einstellung ich eigentlich noch mache. Ihr seht, ich fliege hier mit G-Save aus. Da schauen wir uns diese Einstellmöglichkeiten in einem separaten Tutorial an. Was vielleicht in dieser Einsteigergeschichte noch relevant ist, ist eine Frage, die wir sehr, sehr oft in den Einsteigertrainings bekommen. Fliege ich eigentlich coupled oder decoupled? Das ist auf der einen Seite ein kleines bisschen Philosophiefrage, auf der anderen Seite hat es aber auch ganz handfeste Inhalte. Ich empfehle euch am Anfang ruhig erstmal coupled zu fliegen. Weil ihr seid etwas stabiler unterwegs und es wird euch leichter fallen zu treffen und das Schiff besser zu kontrollieren. Wenn ich decoupled fliege, der Unterschied, das bedeutet, wenn ich in eine Richtung gehe, ich mache jetzt keinen Input, fliege ich in diese Richtung entsprechend weiter, solange bis ich einen Gegeninput gebe. Bin ich coupled, bremst die Maschine mich automatisch ab. Wenn ich eine Bewegung gemacht habe, und ich bleibe dann stehen. Das heißt, die Triebwerke arbeiten mit. Wenn ich decoupled fliege, bin ich etwas flinker unterwegs, kann ein bisschen mehr aus der Kiste rausholen. Gefühlt ist es im Moment so, dass bei Master Modes ich im coupled Modus etwas stärker treffe. Beim decoupled habe ich ein bisschen Bewegungsmovement, weil ich mich nicht abbremsen lasse automatisch. Das heißt, mein Input oder meine Bewegung wird zu keinem Zeitpunkt reduziert durchs Abbremsen. Und das hilft mir natürlich, beweglicher unterwegs zu sein. Also, wie ist dein Blick auf coupled oder decoupled? Wie fliegst du? Ja, ich persönlich fliege einen bunten Mix aus coupled und decoupled. Argument für coupled ist für mich eben, dass im Master Modes, hatten wir eben auch schon besprochen, es wichtig ist, eine gewisse Geschwindigkeitskontrolle zu haben. Man kann das jetzt wahlweise entweder durch das Drücken der Space Brake Taste bewirken, dass man abbremst aus der aktuellen Bewegung, den Vektor quasi entgegenwirkt und abbremst. Problem bei der Space Brake ist jedoch, dass man keine weiteren Richtungsinputs machen kann. Also jeglicher Strafe Input wird dabei ignoriert. Wenn man im Coupled Modus ist, dann bremst das Schiff den aktuellen Flugvektor ab und erlaubt aber gleichzeitig weiteren andere Inputs, beispielsweise ein Sidestrafe mit einzubinden. Allerdings limitiert dies auch ein bisschen, dadurch die beim Bremsen verwendeten G-Kräfte, diese G-Kräfte nicht für eine Bewegungsrichtung zur Verfügung stehen, wie Fries gerade schon sagte. Im Decoupled ist man agiler. Deswegen macht es durchaus Sinn, für gewisse Manöver in den Decoupled zu gehen. Von daher empfehle ich euch, probiert einfach mal aus, was für euch am besten ist. In der Regel, die erfahrenen Piloten nutzen mindestens auch den Decoupled, wenn nicht hauptsächlich Decoupled. Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir für unseren zweiten Teil schon eine recht ordentliche Rundumtour gemacht. Übers Cockpit, über Flugmanöver, über die Basisfassrolle. Wie im ersten Guide auch, eignen sich diese Sachen zum Üben am besten mit einem Sparringspartner, die Fassrolle zu üben. Achtet darauf, dass wenn ihr die übt, dass euer Sparringspartner ein Auge auf Folgendes hat. Azarak, bitte fliegt doch nochmal so eine kleine Fassrolle. Dass wenn man den Schweif sieht, dass er wirklich einen schönen Bogen fliegt, so wie man das jetzt hier sieht. Wenn jetzt Azarak dabei nach vorne fliegen würde, zusätzlich, dann würde sich so eine Korkenzieherbewegung ergeben. Und dann ist das keine saubere Bewegung mehr, die wir hier haben. Das heißt also, immer darauf achten, dass man den Abstand zum Gegner gleich hält und einen sauberen Kreis fliegt. Sobald man am Schweif sieht, dass es kein sauberer Kreis ist, weiß man, irgendwas stimmt da noch nicht an der Stelle. Meist sind es dann Geschwindigkeiten vor und zurück und der Klassiker, die Rolle ist nicht gleichmäßig. Beziehungsweise, wenn ich die Fassrolle beginne, dass ich zuerst strafe und verspätet rolle. Weil wenn ich Geschwindigkeit in eine Richtung aufbaue und dann erst anfange zu rollen, dann fange ich an, wie auf einer Schiene,
die Richtung weiter zu fliegen und mich nur um meine eigene Nase zu drehen, aber ich mache keine Fassrolle und fliege weiterhin linear. Das heißt also, die Kunst dabei ist tatsächlich, die Strafe-Bewegung und die Rollbewegung gleichzeitig starten zu lassen. Und das sieht man sehr schön am Schweif. Das kann dann euer Sparringspartner ganz hervorragend dann zeigen. Ja, mit diesen letzten warmen Worten haben wir es, glaube ich, für heute. Wir freuen uns dann, euch beim nächsten Teil, wenn es um die Rolle der Lightfighter geht und dort auch die ersten richtigen spezifischen Kampfmanöver. Das sind jetzt hier so Barvis-Movements, die in diese Kampfmanöver einfließen, auf denen die Kampfmanöver aufbauen. Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn es um die Lightfighter geht. Also, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wie immer sehr gerne, Freis. Wir hoffen natürlich, ihr konntet fleißig was lernen und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr die weiteren Teile nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.